Stumme Blicke verfolgen diesen Mann in Bagdad. In Schutzkleidung geht er mit Künstler Hussein Adel an seiner Seite durch die Straßen. Der Bombenanzug ist Teil einer Performance. Es sollte etwas zum Anziehen geben, das uns schützt. In den meisten Fällen sind wir, die einfachen Leute, gefährdet. Deshalb habe ich über persönliche Lösungen nachgedacht und so kam mir die Idee für dieses Kunstprojekt. Bombenanschläge mit Toten und Verletzten sind in der irakischen Hauptstadt seit Jahren Alltag. Auch ein enger Freund von Adel ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Mit seiner einfachen Performance will er auf die schwierige Lage in der irakischen Hauptstadt aufmerksam machen. Eine Fotoausstellung ist bereits in Arbeit.